Die Mutter aller Monster. Hallo YouTube und willkommen zurück bei Mythologische Minuten. Heute sprechen wir über die Mutter zahlreicher griechischer Monster, Echidna. Nachdem wir im letzten Video bereits den Vater der Monster, Typhon, besprochen hatten. Aber bevor es losgeht, abonniert doch gerne meinen Kanal und hinterlasst mir einen Kommentar. Los geht's! Echidna wird als ein unsagbares Scheusal, halb schönäugiges Mädchen, halb grausige Schlange, riesig, blutgefleckt und gefräßig beschrieben. Es gibt unterschiedliche Erzählungen über ihre Abstammung. So war sie nach einigen Überlieferungen die Tochter des Porkys, eines alten der Meere, einem Art Titan, und der Keto, eines Meeresungeheuers. Aber häufig wird Echidna wie Typhon als ein Sohn der Gaia, der Erdgöttin, und des Uranus, des Himmelsgottes, beschrieben. Sie wurde mit Typhon verheiratet und war trotz ihrer Abscheulichkeit wohl ein sehr fruchtbares Wesen, denn ihre monströsen Nachkommen waren zahlreich und nur wenig gefährlicher als ihre Eltern. So zeugte sie mit ihrem Halbbruder, den zweiköpfigen Hund Arthos, und den dreiköpfigen Pillenern Kerberos, der später den Eingang zur Unterwelt bewachen würde. Ein weiteres monströses Kind der Echidna und des Typhon war die Hydra, auch Lernäische Schlange genannt. Sie hatte 6 Köpfe, von denen jeder zweifach nachwuchs, wenn man ihr einen abschlug, und deren Gift jeden Sterblichen ohne größere Mühe töten konnte. Außerdem zeugte Typhon mit ihr die Chimäre, die den Kopf eines Löwens, den Leib und den Kopf einer Ziege und den Schwanz in Form einer Schlange besaß. Ebenso wie war die Sphinx ein Kind dieser monströsen Vereinigung, die die Menschen gerne Rätsel aufgab, und wenn sie sie nicht lösen konnte, wurden sie schlichtweg von ihr aufgefressen. Zwei weitere rein tierische Kinder des Typhon und der Echidna waren der nemäische Löwe, dessen Haut weder Bogen noch Schwert durchdringen konnte, und die Phaia, eine riesige geflügelte Sau, die ganze Felder zerstörte. Ein weiteres Kind war Aithon, ein riesiger Adler. Er war es, der den gefesselten Prometheus tagtäglich die Leber herausriss, bis er von Herkules getötet werden würde. Sie alle würden zu den Prüfungen von Halbgöttern wie Herkules werden, wobei besonders der Kampf des Herkules gegen den nemäischen Löwen und die Hydra den Menschen im Gedächtnis bleiben würde. Echidna war also ein monströses Wesen, doch ein sehr fruchtbares, so dass aus der Vereinigung des Typhon und der Echidna zahlreiche Nachkommen hervorgingen, die Menschen quälen würden und von den großen Heroen der griechischen Mythologie besiegt werden würden. Auch das war's bereits für heute mit diesem Video. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal und vielleicht sehen wir uns auf meinem Kanal wieder.